Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded Deep. Heute mal ein bisschen ein neues Setting. Aber im Spiel fällt mir jetzt schon weit auf, dass das sieht doof aus. Moment. Da müssen wir mal fix umstellen. Und zwar. So. Das ist besser. Aber noch nicht ganz. Moment. Das geht. So, so, Lautstärke müsste eigentlich vom Mikro her auch passen, ja. Ah, okay. Hoffen wir mal, dass das alles passt. So, wir. So, jetzt fahren wir einfach erstmal stumpf hier den Weg lang bis hierhin. Hier durch und dann müssen wir uns irgendwie hier durchwursteln und dann hier wieder runter. Ja. Schauen wir mal, ob das so klappt, ob wir da hinkommen. Also langsam ein bisschen gestaltet mit den ganzen Brücken und alles. Cool gemacht. Ah, da drüben ist so ein Typ hier. Der sollte uns aber heute nicht stören. Wenn das schon so auf dem Weg liegt, nehmen wir es natürlich mit. Aus dem Windpark, Metalle nehmen wir auch mit. Oh, da liegen noch mehr mit. Die nehmen wir alle mit. Ruhig, auch noch. Da oben. Ja. Müssen wir mal einfach gucken, dass. Ach, da unten geht die Straße. Keine Sorge. Der Kutscher kennt den Weg. Okay. Vielleicht schon das nächste. Wir müssen mal ganz kurz die Fracht ein bisschen umsortieren. Ja, bitte. Danke. Das sieht gut aus. Könnte man ja eigentlich doch noch mal bei dem Kerl anhalten. Ich muss mir die Beine vertreten. Oh nein, es regnet, oder? Ist doch so ein. Na, 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 na. Hui. Hui. Man hier alles findet. Wenn man das Seil in der Hand hält. Okay, man kann aber auch nicht laufen. Hält man aber aus Gleichgewicht.
So, da hinten ist die Brücke. Geben wir mal ein bisschen Vollgas hier. Sam Hartman hier. Dein Freund und Dooms Leidensgenosse. Wie es aussieht, hat unser Leiden mit dem Strand oder vielmehr seine Entdeckung begonnen. Einst beantworteten nur Religion und Philosophie die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Also rede nicht weiter. Aber die Frage wollten wir ja noch verbessern. Deswegen mache ich hier immer mal was rein, weil immer sehen wir, wie das wird, wenn die aufgewertet ist. No. So. Hier mal fix die Sachen abgeben. Sam Hartman hier. Dein Freund und Dooms Leidensgenosse. wie es aussieht, hat unser Leiden mit dem Strand oder vielmehr seine Entdeckung begonnen. Einst beantworteten nur Religion und Philosophie die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Doch, als wir von der Existenz des Strandes erfuhren, wurde der Tod greifbarer, erfassbarer. Bald tummelten sich die Lebenden an den Küsten des Jenseits, während tote Dinge, gestrandete Dinge, den Weg zu uns fanden. Und dann kam Dooms und zahlreiche Theorien von Medizinern und Psychologen, die verzweifelt versuchten, das neue Mysterium der Welt zu erklären. Die Symptome wurden ordentlich kategorisiert und in Stufen unterteilt. Aber Wiederkehrer wie du sind außerordentlich selten. Euch gebührt eine eigene Klassifizierung. Die Spezialisten müssen sich gedrängelt haben, um einen Blick auf dich zu erhaschen. Was sie wohl herausgefunden haben. Okay. Interessant. Du lass mal verlorene Fracht liefern. So, ist das weg? Die Legende ist wieder da. Wie geht's dir, Sam? Willst du uns alle in den Schatten stellen? Na schön. Ja, schön. Sehr schön. Tschüss, Sam. Tschüss. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Lass gucken, ob vielleicht wirklich ein Auftrag kommt. Notfalltreibstoff. 120 Kilo. Erstmal mal einen Windpark hochfahren. Ich glaube eigentlich erstmal nach da unten hin. Ich glaube, das läuft nicht weg, oder? Das tun wir recyceln. Hier haben wir noch, das können wir auch recyceln. So, dann haben wir noch zweimal Blutgranate. TCK-Mod. Erdverankerung. Chirale Kristall, die können wir auch. Können wir auch recyceln. Gut. Ja. Vielen Dank für deinen Beitrag. Und weiter geht's. Und er hat noch eine Brücke gebaut.
da will ich das. Die bringt mir da nichts, ne? Die ist hier. Die ist gar nicht registriert. Nee, wir müssen auf der anderen Seite langfahren. Mal gucken, ob wir hier einen Weg finden. Da geht's zum Windpark. Und ich eigentlich kommen wir doch da durch. Was sagt er? Okay. Ja, komm. Mitnehmen. Links oder eher rechts hoch, ist die Frage. Links hoch. Hier wird man durchkommen. Vielleicht hier dann hoch. Das ist eigentlich gar nicht... Oh, ich bin Mist mit aufgekommen. Also, warte mal. Hier ist aber der rechte Weg. Der ist zwar teilweise verschachtelt, also... Hier... Mal gucken, das war hier irgendwie. Hier. Hier. Irgendwie durch. Dann bis hier hin. Dann darüber. Da. Und hier müssen wir dann mal. Hier hin. Erstmal bis da. Hier sehe ich jetzt nicht genau, wie ich hier runterkomme. Vielleicht hier oder so. Schauen wir mal. Auf geht's. Was ist das? Ich glaube nicht mal so doof die Idee. Halt. Ja, TCK. Setzen wir hier mal ins Sinn. Gleich das ablegen. Machen wir es gleich. Gut. Alles. Ah. Oh oh. Geht es.
Wir haben es halt zerstört, zerstört. Oh, fuck. Wo ist denn der Drecksack? Ah, okay, man kann das auch gegen diese Dinger einsetzen. Warte mal kurz. Also. Also. Da oben. Ja, sehr gut. Oder letzte. Irgendwie hier durchwurschteln. Komm, 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 komm. Okay, alle wieder erwischt. Okay, die Granaten sind echt gut. Nee, oh Mann.
Habe ich dich. Da ist noch irgendwo einer. Oh. Wieder gleich zwei. Eine versaut, Kacke. Da oben ist noch einer und der stört mich nicht. Oh, das Moped sieht aus. Ah, oh, scheiße. Wir müssen da hoch. Habe ich noch ein Laboratorspray? Ja. Weil wir müssen uns irgendwie da oben durchschlagen. Da drüben ist einer. Irgendwie muss es kommen. Komm schon. Ja komm. Nein. Komm, komm. Oh Gott. Ah, gut. So, jetzt sind wir hier. Da drüben irgendwie runter, oder?
Wow. So, jetzt tun wir erstmal das Zeug abgeben. Und dann geht's. Wow, das war schon heftig. Bist du der Bote, der ein Maname, der ein ganzes Team ersetzen soll? Da hast du dir aber einiges aufgeladen. Die Fracht ist in perfektem Zustand. Ungelogen, meinen Respekt hast du. Ich kann mal die Route noch ein bisschen optimieren. Elite Frachthelfer. Yay. Also bist du hier, um uns ins chirale Zeitalter zu katapultieren? Ja. Ist das okay? Dann leg mal los, Mann. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten. Oh, das ist eine große Region. Es sind echt hier einige zu Fuß rübergelaufen, so die ganzen Leitern, wenn ich das sehe. Okay. So ist noch. Was? Kann ich wirklich nicht sagen. Aber der kleine Typ kommt mit einer Kapsel, wenn du es genau wissen willst. Und woher hast du die Kapsel? Igor, von der Leichenentsorgung. Mein kleiner Bruder. Was? Er hat dir einfach einen von ihnen gegeben. Warum? Ich war mit ihm dort, am Ende. Wir transportierten eine Leiche. Es ging alles schief. Überall war im Gedäsch. Einer von ihnen packte ihn. Also sagte er, ich soll sie nehmen und weglaufen. Ist das so? Also, wer bist du? Du überlebst so eine Katastrophe und machst dann weiter die gleiche Arbeit? Okay. Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Pass gut auf das kleine Kerlchen auf. Er gehört zur Expedition. Zu dir. Okay. Das hier solltest du wohl lieber mitnehmen. Mir fällt niemand ein, der es mehr bräuchte. Vielen Dank. Ich nehme erstmal alles auf. So. Ach, das kann ich von hier aus nicht machen. Okay. Machen wir erstmal so.
geschafft. Port Nord City ist wieder am Netz. Diese Menschen sind Teil der UCA. Ihre Daten ergänzen unser Wissen. Mit ausreichend Zeit und genügend chiralen Druckern können sie Schiffe bauen. Und irgendwann erobern wir die Gewässer zurück. Weil du vorangegangen bist. Auch wenn dein Handeln nicht nur gute Folgen hat. Jede Stadt, die den OCA beitritt, wird ein größeres Ziel für die Terroristen. Aber wir müssen die Gefahren akzeptieren und weitermachen. Der Rest Amerikas wartet, Sam. Er wartet darauf, dass du den ersten Schritt tust und ihn ans chirale Netzwerk anschließt. Du kannst sie erreichen. Vereinige uns wieder. Danke. Eine neue Stadt für die UCA, hm? Du willst also über den See und weiter nach Westen? Ja. Haben wir ein Boot? Da musst du dich gedulden. Die Terroristen haben alle Bridges-Boote zerstört. Das einzige Schiff in der Stadt gehört einer Lieferfirma. Lieferfirma? Sag jetzt nicht. Fragile Express. Ganz genau. Hab schon mit ihrem Vertreter geredet. Ich lasse einige der Vorräte, die du uns gebracht hast, auf das Schiff verladen. Die Leute in Lake Nod werden sich bestimmt freuen, dass ihr Hafen angelaufen wird. Dürfte eine Weile her sein. Begib dich zum Hafen, wenn du bereit bist. Er liegt direkt am Verteilerzentrum. Keine Sorge, in Port Nord regnet es nie. Ruh dich ruhig in deinem Raum aus, bevor du aufbrichst. Okay. Okay, dann machen wir das später. Doch, das Moped sieht aus. Oh, krass. Den Anketten habe ich jetzt noch nicht verstanden. Guten Morgen, Sam. Aber das macht er gar nicht mehr. Danke für deine Großzügigkeit. So. Und da wäre ja noch. Da machen wir uns jetzt noch die Dinger fertig. Bringt ja alles diese... Was? Das ist schon heftig. Die Granate und es fehlt nur noch eine. Die. Nehmen alles mit. EX-Granate Typ 1. Das sind schon immer 4 Granaten, das ist nur das eine. Enthält diese EX-Granate eine höhere Konzentration deiner Körperflüssigkeiten, was sie gegen GDs effektiver machen sollte. Wenn du in deinem privaten Raum die Toilette benutzt
sammeln wir die Ausscheidung und stellen neue Exemplare für dich her. Die Granaten gehen dir also nicht aus. Das ist schon mal ein guter Vorteil. So. Warte mal nach BB sehen. Ach so, oh, okay, dann muss man auf 8 Verbindungsstufe 1,5 von 5. Ist müde. Okay. Alles klar. Gut, dann machen wir an der Stelle weiter und gucken wir, dass wir nächstes Mal irgendwie über den See drüber kommen. Oder ob wir erst nochmal zurückfahren zum Windpark, das abgeben. Und vielleicht noch eine bessere Route finden. Die war doch sehr holprig. Aber schauen wir einfach mal. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, macht's gut.